Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play World of Tanks und einer weiteren Folge des Formats Hart wie Kruppstahl. Ich bin der Marco und ihr seht heute in der ersten Runde den T-34B, gespielt von mir. Aber ich war nicht allein, ich war unterwegs mit dem BYFH 82 und der Troller, beide mit ihrem Löwen. Jo, dann fangen wir mal an. Wir waren auf der Karte Windsturm im Standardgefecht gegen zwei IS-3 Löwen, T-44 und eine ISU 152. In unserem Team haben wir den AMX M44 Liberté, eine IS-3, zweimal Löwen, T-34B und einen Panther 2. Jo, ich habe hier wie immer 24 AP und 10 APCR Granaten dabei, ein Repkit, automatischen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten. Legen wir los. Also, wir sind jetzt hier einfach zu dritt in die Stadt gefahren mit den Heavys, wie es sich gehört. Team teilt sich relativ gut auf, die ganzen Mediums und Jagdpanzer fahren oben halt lang, ne? Und die Heavys fahren in die Stadt, zumindest die meisten. Wir fahren jetzt hier gleich da hinten rum und versuchen darüber zu wirken. Da geht auch schon Skoda T25 und ein STRV 74 auf, wenn ich das richtig sehe. Oder? Jo. Mittlerweile ist auch der Löwe leider schneller als der T34B. Hat sich jetzt geändert mit dem Patch. So, stehen wir zu 6 und versuchen auf einen Löwen zu wirken. Jetzt habe ich die S3, genau. Vielleicht mal rechts vorbei, da kann ich treffen. Und 416 rein. Der BOFA hat auch noch getroffen. Also Löwe schon mal Hälfte von den HP weg. Vorne ist jetzt auch ein IS-3, oder? Ja, IS-3. Und ein K85. Versuche ich auch mal drauf zu wirken. IS kommt gerade. Ne, K85 kommt gerade schon raus. Und 414 Damage, erster Kill. Der Löwe prallt ab bei mir. 3 zu 0 schon. Und der IS-3 eine Seite. Ja, genau. Zünde ich auch noch an. Kann, glaube ich, leider löschen. Jo. Aber 700, ja, 792 Damage mit einem Schuss gemacht. Ist nicht schlecht. Kommt auch nochmal raus. Und den nächsten 453. Unser Löwe vorne kassiert. Ich sage ihm eigentlich, dass er zurückfahren soll. Oder gleich sage ich es ihm. Irgendwann sage ich es ihm. Und da ist die IS-3 raus. 40 bei uns zum Glück an ihm. Ich werde jetzt gleich nochmal raus. Ich habe gleich nachgeladen. Vielleicht kann ich meine Schilder reinrücken. Ne, Schildern zwar King geschossen. Was auch sonst. Mittlerweile schon 2330 Damage bei 4 zu 5. Ist nicht schlecht. Schon bei 4200 WN 8 und 2 Kills. Na, kommst du nochmal raus? Ich glaube nicht, oder? Nee. Obere Flanke fällt auch langsam. So, dann ein paar Siebner gegen die IS-3 und T-50. Jo, jetzt habe ich dem BUFH gesagt mit seinem Löwen, komm mal mit. Wir stimmen den gegnerischen Löwen weg. Kann ich ja nicht schön auf die Kapola schießen, bin aber irgendwie trotzdem abgeprallt. Keine Ahnung warum. Und jetzt stürmen wir zu viert auf einen Löwen rauf. Vielleicht kann ich noch einen Schuss draufsetzen. Würde ich doch noch rechtzeitig hochkommen, aber ich glaube mal nicht.
Nee. 7 zu 6 noch führen wir. Unsere obere Flanke löst sich jetzt irgendwie auf. E25 haut ab. Falls hier nach links und schau, wo der Gegner steht, E25 war. Der ist nämlich gerade eben durchgefahren. Da ist er auch schon. 7-7. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich darum. Mal schauen, kann ich einen Schuss draufsetzen? Oben hat sich jetzt mittlerweile ein T-44 eingenistet und beschießt unsere Teamkameraden von rechts. Das heißt, sie müssen sie auf zwei Seiten oder auf zwei Flanken kämpfen. Und schön, 393, 35 HP lasse ich natürlich übrig. Wie immer. Da fliegt er jetzt auch erstmal. Ja, der BOFH ist jetzt mittlerweile raus. Die Su-142, 44 hat rausgenommen. Das sind AMX und unser anderer Löwe. Noch oben alleine gegen eine Isu. Und anscheinend noch eine Su-142, 44. Genau, da ist er. AMX ist raus, jetzt ist die Trolle alleine. 19:9 mittlerweile, ist noch relativ ausgeglichen. Ja, E25 ist raus, 10 zu 10. Ah, die Trolle hat den Leo rausgenommen, sehr schön. Ja, 10 zu 11, jetzt kippt es langsam. 10 zu 12. Der Löwe ist allein oben gegen drei Panzer. Da ist die S3, 100 HP noch, die müssen wir nicht locker rauskriegen. Die 45 auch, Lowlife. Beides One-Shots. Rechts ist der STRV. Das heißt, unser Löwe ist nur allein gegen zwei gegnerische Panzer. Ich habe irgendwie nicht geblickt, wo die IS-3 stand. Oder was war ein Wrack vor hier? Jetzt kriege ich rechts vom Schweden eine rein. Ja, der haut jetzt aber ab. Schön Block-Damage kassiert und die IS-3 ist auch raus. Dritter Kill, 2800 Damage, 6000 WR mittlerweile. Ob er da noch ist. Ja, da ist er noch, aber ich kriege ihn leider nicht rein. Hier ist 3, wird es auch vor den T45 suchen, ist aber leider nicht mehr momentan. Ich kriege jetzt hier gleich den Hügel hoch, weil vor den Schweden jagen und dann zur Trulla rüber. Den Löwen ein bisschen unterstützen. Da ist der Schwede auch schon offen in der Stadt. Fällt jetzt, glaube ich, in den Fluss rein, wenn ich das richtig sehe. Ja, guckt sie noch komisch um, aber jetzt ist er zu. Gucken, ein paar Sekunden. Ja, er ist versunken. Sehr schön. 12 zu 12, jetzt ist wieder ausgeglichen. Der Löwe ist mittlerweile Lowlife mit 33 HP. Das ist der T44. Und Snapshot drauf. Ja, kritischer Treffer. Er hat uns erwischt. Genau. So, er verzieht sich mittlerweile. Ja. Jetzt geht oben die Su auf. Isu nimmt es leider den Löwen raus. Jetzt sind wir noch zwei Leute gegen drei. Geht es auf unsere IS-3, ist glaube ich nicht so klug. Genau, IS-3 drückt hier erstmal eine. 93 HP noch, vielleicht komme ich auch noch drauf. Ne, ist genau hinter dem, ja. Genau hinter dem Felsen. Aber ich glaube, das dürfte die IS-3 schaffen. Wenn es Glück geht, frisst sie noch einen, aber ich glaube, sie schafft's. Jetzt kann mir natürlich der T-44 hinten eine reindrücken, wenn er da noch steht. IS-3 schaffst du es.
so um 100 selbst, glaube ich, irgendwie. Ja, hier ist 3 Schafts. Hinten ist der T-44. Bounced an meiner Kette und der ist raus. 174 Damage. Mittlerweile 3000 Damage, 7408 und 4 Kills. Da ist die Isu. Die tut natürlich ordentlich weh, wenn die trifft, aber die haut gerade ab. Kann man eine schön reindrücken. 336 war leider ein Low Roll. Hat sie noch 355 übrig. Hier ist 3 und ich fahre jetzt drauf. Hier ist 3 von links, ich gleich von rechts rum. Gucken, wer jetzt noch den Kill abstauben kann. Krieger schaffe ich leider nicht mehr. Ist da noch die Isu übrig, schade. Und momentan genau 3333 Damage gemacht. Da ist sie offen. Dreht sich zu mir. Und ich kann da noch eine reindrücken. Jo. Sehr schön. Das war's dann mit der ersten Runde. Wir sehen uns dann gleich in der Auswertung wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Endauswertung. Das war ein Sieg. Ich habe brutto fast 73.000 Credits rausbekommen und 1345 EP. Das war ein Überlegenheitsabzeichen. Erste Klasse. Ein Kämpfer, ein Richtschütze, ein Wirkungsfeuer und ein Schläger. Insgesamt habe ich 5 Kills gemacht, leider keine 6. Zur Teamauswertung. Von den EP her war ich der Beste mit 1121 EP. Die Troller war so im oberen Mittelfeld mit 569 EP. Und der BOFH im unteren Mittelfeld mit 526 EP. Vom Damage her war ich der Beste mit 3688 Damage. Die Troller wieder im oberen Mittelfeld so. Oder ja, unter den ersten Top 5. Mit 1230 Damage. Und der BOFH so in der unteren Mitte mit 687 Damage. Zum ausführlichen Bericht. Ich habe 13 Schuss abgegeben, 12 haben getroffen, 10 sind durch. Das war ein Gesamtschaden von 3688. Ja, ich habe 6 jetzt kassiert, einer ist durch, 5 sind abgeprallt, das waren 1180 Blocking Damage. Insgesamt habe ich dann 7 Gegner beschädigt, 5 davon zerstört und 117 Unterstützungsdamage. Ja, ohne Premium habe ich dann 58.000 Credits rausbekommen. Mit Premium wären es fast 95.000 gewesen. Dann habe ich Erfahrung bekommen, 1345 und 56 freie. Mit Premium wären es 2018 und 84 freie Erfahrung. Jo, dann würde ich sagen, war es das für die erste Runde. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Viel Spaß und bis gleich. Und da sind wir auch schon im zweiten Gefecht. Diesmal sehen wir die M6 oder den M6, gespielt von Golddigger 7 aus meinem Clan Mask. Und ja, wie immer, bei einem neuen Panzer zuerst die Fakten und dann das Replay. Zur Feuerkraft, er macht mit AP und mit APCR ein Damage von 240, hat eine Feuergeschwindigkeit von 7,89 Schuss pro Minute, eine DPM von 1894, eine Durchschlagskraft mit AP von 160mm und 243mm mit APCR. Die Streuung auf 100 Meter beträgt 0,38 Meter und die Zielerfassung ist 2,3 Sekunden. Er kann 52 Granaten mitnehmen. Motorleistung hat er 960 PS, was dann ein Leistungsgewicht von 16,43 PS pro Tonne sind. Höchstgeschwindigkeit 35 km/h, Wendegeschwindigkeit 25 Grad pro Sekunde und Turmdrehgeschwindigkeit 28 Grad pro Sekunde. Struktur hat er 870 Schadenspunkte. Eine Wandpanzerung von 102 x 44 x 41mm, eine Turmpanzerung von 102 x 83 x 83mm. Sichtweite hat er 350 Meter, Signalreichweite 480 Meter. Mannschaft hat er einen Kommandanten, zwei Richtschützen, einen Fahrer, einen Funker und einen Ladeschützen. Entwickelt in den Jahren 1940 bis 1942. Es wurden 40 Fahrzeuge dieses Typs November 1942 bis Februar 1944 gebaut. Diese Panzer nahmen nie an Gefechten teil. So, dann fangen wir mal an. Er ist hier als Low-Tier in ein Achtergefecht gekommen auf Overlord im Standardgefecht.
Gegner IS-3, T-34, STA-1, T-34-2, T-26E-4 und ein Type 59. In seinem Team Panther 88, T-45, T-26E-4, Rheinmetall Borsig, Su-101, Scorpion, G. Jo, ich sehe gerade, ich muss mein X-Fall nochmal aktivieren irgendwann. Auf jeden Fall hat er dabei 30 AP-Granaten, 16 APCR und 6 HE-Granaten, einen automatischen Feuerlöscher, ein Rep-Kit und ein Erste-Hilfe-Kasten. Und, Scherenfernrohr müsste das sein. Jo, Scherenfernrohr. Also er fällt jetzt hier anscheinend runter an den Strand. Karte wieder größer machen, so. Erstmal in meiner Sicht. Er fällt jetzt hier als einziger an den Strand, glaube ich, runter. Nee, der Super Pershing kommt noch mit. Sonst verteilen sich alle oben. So, gehen wir mal in seine Sicht. Das ist auf jeden Fall ein komischer Weg, den kenne ich jetzt so bis jetzt noch nicht, dass man da so lang fährt. Interessant. Der Super Pershing fährt den normalen Weg, so wie ich ihn auch manchmal fahre, wenn ich runterfahre an den Strand. So, Scherenfeuerrohr ist an. Da hat auch schon der Rheinmetall zu ihm hingepinkt, also der weiß glaube ich auch nicht, was er da macht. Aber mal schauen. Jetzt geht noch nichts auf. Oben waren ja schon ziemlich viele Gegner offen. Schroder und T-44 sind es alleine dagegen. Jetzt fährt er langsam vor. Aber immer weiter ans Wasser ran. Ja, obere Flanke fällt jetzt glaube ich langsam. Sind schon 6 Gegner offen. Na, dann aufgeklärt, den T29. Kommt er da drauf? Jo, 260. Gleich nachgeladen. Und der nächste 230. Na, jetzt haut ab der T29. Hat keinen Bock mehr, glaube ich. Aber der Super Pershing kommt auch oben letzten anderen M6. Kommt da auch drauf? Genau. Hat er gekettet? Ne, hat er nicht gekettet. Ne, hat nicht geklappt. Ist der Bunker davor, glaube ich. Oder der Hügel? Bin ich mir gerade nicht sicher. Da kommst du nicht drauf. Musst du weiterfahren. Oder? Ne, da kommt echt nochmal raus. Geiler Schuss auf jeden Fall. War nicht einfach. Ja, diesmal nicht getroffen. Der ist zu weit runter, glaube ich, an den Hügel. Und die nächsten rein. Beim nächsten Schuss ist er dann raus, wenn er sich zurückfährt. Doch, er fährt zurück. Gerade noch rechtzeitig, oder? Nein, er trifft ihn sogar noch. Jo, mittlerweile 1300 Damage, 2300 W8 und ein Kill. Und jetzt geht er auf den T29. Der ist, glaube ich, schön gekettet erstmal. Oder? Nö. Jetzt ist er gekettet. Jetzt ist er auch offen. Ne, T34 ist das, oh Mann. Der ist natürlich böse, wenn er trifft. Oh, ja, hat er getroffen mit APCR. Warum T34 mit APCR schießt, weiß ich auch nicht. Hat eigentlich genug Durchschlag, ich glaube 243 mit AP. Oder 248 irgendwie so. Aber, naja. Wenn er meint und genug Credits hat, kann er das ruhig machen. Auf jeden Fall ist der T-35 jetzt raus. Mittlerweile schon 2100 Damage und 3700 W8. Immer noch ein Kill. 8 zu 5. Obere Flanke ist jetzt gefallen langsam. Das ist das Scorpion G und das der Rheinmetall. Beide Lowlife, mehr oder weniger. 10 zu 6. Ja, jetzt cappen beide durch. Das
könnten unentschieden werden, wenn nicht die Kette wird. Und da kommt die IS-3 jetzt hoch. Die wird jetzt, glaube ich, gleich die IS-2 rausnehmen. Na, IS-2 kann hier noch eine drücken. Jetzt ist er offen. Oh, Lowlife überlebt, da 52 HP noch. Hat der IS-3 aber schön eine gedrückt. Die ist auch One-Shot. Und raus ist der zweite Kill. 2500 Damage. Es wird immer noch gecapped. Sie schaffen es einfach nicht zu decappen. Ja, okay, der Gegner hat es jetzt geschafft. Das ist nicht so geil. Sein Team müsste es eigentlich auch mal schaffen. Er wird noch einmal decapped. Die müssen den Super-Pushing hier rausnehmen. 34 Sekunden noch, dann hat der Gegner durchgekrebt. Und da ist er raus. Ja, hat der Super Pushing ihn leider rausgenommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Oben haben sie jetzt einen rausgenommen, leider den falschen. Der eine kippt immer noch durch. Geh mal in meine Sicht. Da ist der STA-1. Ja, Skorpion jetzt aber schnell, würde ich sagen. 7. Nein, nicht zurück. Ja, Skorpion, du bist auch der Held. Und dann wird er noch rausgenommen. Jo. Ich würde sagen, das war's dann von dieser Runde. Wir sehen uns gleich in der Auswertung wieder. War auf jeden Fall schön gespielt. Gut ausgenutzt. Dann bis gleich in der Endauswertung. Und da sind wir auch schon in der Endauswertung. Das war eine Niederlage. Er hat fast 49.000 Credits brutto rausbekommen. 1.700 EP. Das war ein Panzerass, ein Wirkungsfeuer und ein Panzermeisterschütze. Er hat insgesamt 2 Kills gemacht. Zur Teamauswertung. Vom Damage her war er der Beste mit 2.767 Damage mit einem 6er. Und von EP her war er auch der Beste mit 723 EP. Zum ausführlichen Bericht. Er hat 15 Schuss abgegeben, 13 haben getroffen, 12 sind durchgegangen. Das war ein Gesamtschaden von 2.767. Und 2142 davon wurden aus einer Entfernung von über 300 Metern verursacht. Er hat 3 jetzt kassiert, 3 sind durch, 0 abgeprallt. Ein Gegner hat er gespottet, 5 hat er beschädigt, 2 zerstört. Und 451 Schaden ermöglicht. Jo, mit Premium hat er dann minus 13.000 Credits gemacht, also verloren. Und ohne Premium hätte er fast 30.000 minus gemacht. Dann hat er mit Premium 1.000... Ja, ca. 1700 EP verdient und 84 freie EP. Ohne Premium wären es 1130 und 56 freie EP. Jo, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge Hart wie Kruppstahl. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Über einen Daumen oder ein Abo würde ich mich freuen. Bis bald.